Zombie. Was ist ein Zombie? Ein Zombie ist ein lebender Toter, ein von den Toten wieder Auferstandener. Der Körper war schon tot und wird erneut beseelt und wird zu einem Wiedergänger. Er geht wieder über die Erde, er wandelt wieder über die Erde. Und er will vielleicht seinen Tod rächen oder er will eine Tat vollenden, die er in seinem Leben noch nicht vollbracht hat. Diese normale Definition von Zombie als Untoter oder Wiedergänger wird heute in den Filmen meist anders benutzt. Die Zombies werden meist erzeugt durch irgendwelche Krankheiten und sind ansteckend. Sie verbreiten sich also, sie fressen die Gehirne von den anderen Menschen und machen diese dadurch auch zu Zombies. Oder in vielen Spielen tauchen sie einfach auf als Gegner, als willenlose, umherwandelnde Gefahr. Wenn ich mir diese zweite Erklärung für die Zombies anschaue, diese willenlosen, umherwandelnden, gefährlichen Wesen ohne Verstand, dann kommt mir sehr schnell die Frage, ist damit vielleicht noch etwas anderes gemeint? Ist damit vielleicht der Zustand der heutigen Gesellschaft und Welt gemeint, dass es so viele Menschen gibt, die willenlos sind, die mit sich machen lassen, die nicht wissen, wer sie überhaupt selber sind, die umherwandeln und einfach nur ihren Gang gehen, ohne wirklich zu ahnen, was in ihnen steckt, welche Seele sie denn belebt, welcher Sinn sie denn antreibt. Die anderen Menschen werden gefährdet. Es geht eine große Gefahr von ihnen aus und die Frage ist, wo steckt denn die Heilung? Wo kann man diesen Zombies denn helfen? Da den Zombies etwas fehlt, versuchen sie es zu erlangen, wenn notwendig auch mit Gewalt. Und sie sehen das, was ihnen fehlt, in Form von dem Gehirn. Im Gehirn scheint wohl etwas drin zu sein, eine Essenz, die sie brauchen. Und nun können die übrig gebliebenen Menschen versuchen, sich zusammenzutun, miteinander gegen die Zombies vorzugehen. Ein großes menschliches Drama, wie man sich hilft und welchen Gefahren man ausgesetzt ist, um sich gegen diese Zombies zu behaupten. Alles stellvertretend im Fernsehen, damit man selber nicht in der Realität aktiv werden muss. Die lebenden Toten sind halt spannender als das tägliche Leben, weil wir im täglichen Leben nicht so genau hinschauen. Eine Serie wird erst interessant, wenn man hineingelebt hat, wenn man sich es längere Zeit angeschaut hat und man sich hineinziehen lässt. Vom Leben, vom echten Leben lassen wir uns oft nicht mehr so begeistern. Da sind wir nur abgenervt von der Arbeit, abgenervt vom Nachbarn, abgenervt von den Menschen, die wir nicht verstehen, die anders sind, die nicht wir selbst sind. Und da fragt sich, wer ist denn der Zombie auf dieser Welt? Wo kommt der Zombie-Virus denn her? Welche Heilung gibt es gegen diesen Zombie-Virus? Der Konsum, die Arbeit, das Nichtwissen, wer man ist, alles spielt zusammen, alles macht zusammen ein Großes. Das zu durchdringen und selber die Kraft zu finden und den Mut, sich dagegen zu stellen und selber auf den eigenen Weg der Erkenntnis zu gehen, das ist das große Abenteuer, was in den ganzen Filmen und Spielen uns so als Zombie hier verkauft wird. Ein bisschen höhnisch lacht man uns aus, dass die Zombies doch eigentlich wir selbst sind. Du kämpfst immer gegen dich selber. Wenn du das erkennst, hast du den Kampf eigentlich schon fast gewonnen. Viel Erfolg und viel Glück und viel Liebe für dein Leben. Die Liebe heilt den Zombie.
denn sie gibt Raum für das Erkennen der wahren Bedeutung des Lebens. Alles Gute.